Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren, zumindest einigermaßen winterlichen Video. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich südlich vom Siebengebirge so ein bisschen Reif im nebligen Wald fotografieren kann. Habe allerdings jetzt nicht wirklich Reif bekommen, zumindest wo ich bisher unterwegs bin, ist kein Reif. Dafür mehr oder weniger hübsche, eher weniger hübsche, Restschneefelder und Flecken. Und so Restschnee hat ja immer so ein bisschen den Nachteil, dass gerade wenn er im Wald liegt und nicht bloß wenn er im Wald liegt, er dafür sorgt, dass es sehr starke Kontraste gibt, also helles Weiß, dunkle Vegetation. Das ist eigentlich bloß dann gut, wenn irgendwie das Ganze sortiert auftritt. Was es hier jetzt noch nicht so richtig tut, aber mal sehen. Ich bin eigentlich recht zuversichtlich, dass ich noch eine Stelle finden wird, wo es das tut. Hoffentlich zumindest. Also, genau nach sowas schaue ich jetzt mal. Mal gucken, was ich finde. Also für mich gibt es jetzt so drei Möglichkeiten, damit umzugehen, mit dieser nicht ganz optimalen Aufnahmesituation heute. Entweder ich finde ein Motiv, wo das passt mit dem etwas stärkeren Kontrast durch Schnee und Nicht-Schnee. Also egal, wie ich es aufnehme, passt. Oder ich versuche, mit Hilfe vom Nebel was zu fotografieren, was ein bisschen weiter weg ist und dadurch dann halt auch der Kontrast von Schnee und Nicht-Schnee ein bisschen weniger wird, weil halt alles im Nebel versinkt. Dazu braucht es allerdings dann schon so ein bisschen ein eher markanteres Motiv, das irgendwie auch kontrastarm ganz gut wirkt. Man kann das zwar ein bisschen mit Bearbeitung hinfriemeln vielleicht, aber sieht dann schnell recht doof aus. Und die dritte Möglichkeit ist eben, durch Bearbeitung dafür zu sorgen, dass der doch recht harte Kontrast zwischen schon erwähnten Schnee und Nicht-Schnee einfach, naja, ein bisschen zumindest verschwindet. Ja, vierte Möglichkeit gibt es auch noch. Ich mache einfach entweder kein Foto oder ein Foto von einer kleinen Stelle oder von einem Detail, wo entweder der Schnee, so wie er ist, perfekt ist oder einfach gar kein Schnee drauf ist. Also Möglichkeiten gibt es genug. Ich muss bloß mit offenen Augen durch die Landschaft gehen und finde dann hoffentlich irgendwas. Die Stelle hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe Birken, was auch sonst, und Kiefern ein paar und noch irgendwelche anderen kleineren Bäume. Hier habe ich auch jetzt nicht das Problem, dass der Schnee so direkt sichtbar ist. Es ist zwar auch Schnee am Boden, aber der stört nicht wirklich, weil er entweder verdeckt ist von Vegetation davor oder durch den Winkel, mit dem ich fotografiere. Also einfach flach drauf schaue und dann das nicht so eine riesige Fläche einnimmt. Also es ist zwar ein bisschen, aber nicht viel. Und vor allem, es ist insgesamt eine eher helle Szenerie. Das heißt, der helle Schnee fällt auch gar nicht so arg auf, solange ich sage, wie das vorher. Das einzige Problem, das ich habe, ist, das ist so eine typische Ein-Tod-muss-man-sterben-Szenerie hier. Ich kriege es, glaube ich, nicht hin, dass ich so einen Bildausschnitt optimal wähle, dass nicht irgendwas in Sachen Bäume am Rand ein bisschen ärgerlich ist. Also entweder guckt rechts irgendwas rein oder dann steht wieder ein Baum, der eigentlich einen goldenen Schnitt oder irgendwie so in der Richtung zumindest ein Baum im Bild stehen soll, zu weit am Rand oder zu weit in der Mitte. Und das ist halt immer so ein bisschen eine, naja, ärgerlich wäre es übertrieben, aber eine unpraktische Sache. Aber das Motiv insgesamt gefällt mir einfach so gut, dass ich jetzt, glaube ich, mein erstes Foto machen werde. Und das Gute ist, in die Richtung ist es auch nicht viel schlechter. Da hat man auch hübsche Birken. Also ich glaube, hier könnte das ein oder andere Foto entstehen. Mein Problem mit den angeschnittenen Bäumen konnte ich so ein bisschen lösen, indem ich einfach ein Stück nach hinten gegangen bin. Weiter weg vom Motiv, ein bisschen mehr Tele, ein bisschen einfacherer Bildaufbau in dem Fall auch. Also nicht einfacherer, sondern einfacher einen Bildaufbau zu finden, der passt. Und das passt jetzt für mich hier einigermaßen. Ich zeige es euch mal ganz kurz zum Kameradisplay. So schaut's aus. Ich habe auch eins mit ein bisschen weniger Nebel, dann kann man vielleicht das besser erkennen mit den Bäumen. Der Probleme hat eben gemacht, der linke Rand hier. Der rechte Rand, weil da direkt daneben ein Baum im Vordergrund steht, was ganz blöd ist, weil der einfach sehr dominant groß am Rand dann rumhängen wird.
Deswegen war es ganz praktisch, dass ich hier so mit ein bisschen vielleicht zu engem Bildausschnitt, vor allem was links betrifft, das Problem mit dem Baum rechts lösen konnte, was das Sinn ergibt. Und hier ging es eben darum, dass man einigermaßen die Position, die Aufnahmeposition so wählt, dass die Bäume nicht irgendwie sich verdecken. Vor allem hier der Bereich war ein bisschen, naja, suboptimal vorher. Es ist jetzt ganz okay so. Hier hat es sich nicht ganz verhindern lassen, aber insgesamt gefallen mir auch hier wieder die Farben gut. Vor allem, ich glaube, das mit dem Nebel hat was. Es ist auch so, dass das schön reduziert irgendwie. Ein bisschen von allem, was dabei eigentlich hier. Flieder, der so ein bisschen ins Grüne noch geht. Dann eine kleine Buche hier, die noch ein bisschen Laub hat. Natürlich kein grünes Laub, sondern braunes Laub. Ja. Und insgesamt noch so ein bisschen eine bläuliche Nebelstimmung. Und es geht insgesamt auf jeden Fall in die Richtung, wie ich es mir bei dem Motiv hier jetzt vorgestellt habe. Ich mag einfach dieses entsättigt wirkende um die Jahreszeit. Und ich glaube, ein bisschen kommt diese helle Szenerie auch zustande, aber doch so ein ganz feiner Hauch von Reif teilweise an den Bäumen rumhängt. Naja, hier ist es in groß. Viel Spaß damit. Bei den anderen Birken, die ich vorher da auch noch so als nettes Motiv sehen wollte, waren, glaube ich, meine Augen deutlich größer, als das Motiv dann doch gut ist. Nicht, dass es schlecht wäre. Ich meine, wie könnte es auch schlecht sein, es sind Birken. Aber es sind irgendwie Tarnbirken, weil man sieht sie kaum auf dem Foto, weil sie einfach in dem doch ähnlich strukturierten Hintergrund, was vor allem Farben betrifft, untergehen und dementsprechend das irgendwie jetzt nicht das Motiv ist, das fotografiert werden muss. Das ist jetzt auch nicht so richtig schlecht, aber ich glaube, da kommt kein gutes Foto raus, also mache ich es einfach gar nicht erst. Das heißt, hier bin ich erstmal fertig und gehe jetzt mal weiter. Ist ja schon irgendwie cool hier, aber so ein kleines bisschen ein fotografischer Albtraum, was jetzt nicht unbedingt bloß daran liegt, dass es hier wirklich im Schnee so ein bisschen grenzwertig ist, was die Menge betrifft und die Verteilung, sondern vor allem auch daran, dass die Bäume irgendwie alle kreuz und quer stehen und sich nicht so wirklich ein Motiv hier anbietet, zumindest so auf den ersten Blick. Auch wenn da unten dieser Baum mit dem Reif an seinen feinen Ästen schon ziemlich spannend ist, aber ich glaube, das ist mehr oder weniger unmöglich, hier ein Foto zu machen, das den Wald im Ganzen zeigt und trotzdem irgendwie interessant ist. Schade eigentlich, weil das ist hier die Stelle, wo am meisten Reif bisher war. Also ich bin auch ziemlich am höchsten Punkt und scheint so, als wäre das Wetter aus der Richtung hier gekommen. Dementsprechend hier halt am meisten Reif, weil auch am meisten aufliegende Wolken, aber tja, ohne Motiv bringt auch der meiste Reif nichts. Mal weiterschauen. Ich habe jetzt eine ganze Weile von unten nach oben fotografiert, durch das Gestrüpp, durch teilweise Laub, das an den verreiften Ästen hängt. Und es ist ja irgendwie immer ein dankbares Motiv eigentlich, gerade wenn man das dann richtig schön hell bearbeitet. Und mit dem Reif wird es gleich nochmal spannender. Viele Fotos gemacht, schon nicht viel Müll dabei, aber ich finde diese Doppelkonturen, die wirken teilweise schon recht spannend und lockern so ein bisschen zumindest das Foto auf, das sonst vielleicht ein bisschen gar wenig ist. Andererseits, ich mag ja auch Fotos, auf denen wirklich wenig zu sehen ist. Aber auf die Art hat es auch was. Naja, entscheidet selbst. Hier ist es in groß. Viel Spaß damit.
Na wunderbar, ein Motiv noch für den Schluss. Hätte ja nicht besser laufen können. Und das ist jetzt so ein bisschen, wie ich ganz am Anfang gemeint habe, was ich machen könnte, eine der Optionen. Es ist sehr kontrastarm, weil es nicht wirklich Tiefe hat. Also der Nebel ist überall ziemlich gleich. Ich habe nicht irgendwie ein Motiv, wo ich vorne nah am Motiv bin und hinten dran alles im Nebel versinkt und deswegen halt der Schnee vorne sehr knallig ist und nach hinten wird alles kontrastärmer, was eben ablenkender vielleicht wäre dann oder unruhiger wirken wird, sondern ich habe eigentlich den Baum da hinten oder die beiden Bäume und alles andere ist auch ziemlich gleich weit weg. Ich habe nicht im Vordergrund irgendwie was, was sehr hell ist, eben den Schnee, den schon öfters erwähnten. Und deswegen klappt es hier auch ganz gut beim Fotografieren. Es ist zwar auch Schnee drauf, ich zeige es gleich kurz, aber der ist erstens schön sortiert, also bloß in einem Bereich, wo er dann irgendwie auch irgendwie hinpasst. Und zweitens ist er halt auch, er geht halt ein bisschen unter schon da hinten, wo er ist und stört deswegen nicht so richtig, falls das irgendwie nachvollziehbar ist. Und das Schöne ist, der Baum da, den ich gerade fotografiere, die Bäume sind so richtig schön verschnörkelt wachsend und sehen dadurch ein bisschen wild aus. Ich zeige euch jetzt gleich mal kurz am Kameradisplay. Ja, das hat schon irgendwie was, die Bäume. Es geht auch nichts über Bäume, die einfach mal ein bisschen verrückt wachsen und nicht alles gerade nach oben und gut ist. Der Schnee, nicht wirklich störend hier links, das passt schon. Kleine Fläche bloß, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Er ist jetzt auch nicht ganz unwichtig, finde ich, weil er eben zeigt, was für ein Wetter war. Ja, auf dem Baumstamm auch ein bisschen Schnee. Was mir gut gefällt, was man hier jetzt nicht so richtig sieht, ist, hier hinten sind so Steinblöcke, die mit Moos bewachsen sind. Das sieht ziemlich spannend aus. Und eben der Nebel. Das ist auch lustig, weil kurz vorher war er nicht so dicht, also da ist weniger, da ist mehr. Und das Interessante ist, es ist wirklich nicht viel Abstand zwischen Hintergrund und den Bäumen. Das sind, was weiß ich, 10, 20 Meter maximal. Aber der Nebel ist halt gerade so dicht gewesen, dass er wirklich dafür sorgt, dass es interessanter aussieht. Und trotz allem halt hinten dran, dass ein kontrastarmer Nebel versinkt. Ich glaube, das Foto wäre jetzt nicht so, wenn einfach gar kein Nebel wäre. Also der Nebel ist schon wichtig für das Foto. Auch wenn das vermutlich trotzdem ein nettes Motiv wäre. Also ist auf jeden Fall spannend. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist das auch was für einen anderen Tag mit Nebel, zu einer anderen Jahreszeit, Frühling vor allem und Herbst. Könnte ich mir auch ganz nett vorstellen, wenn hinten dran das Moos auf den Steinblöcken vielleicht noch ein bisschen lebendiger mit seinem Grün ist und nicht so braun-grün. Aber heute zur Stimmung passt es auf jeden Fall. Naja, hier ist es in groß. Viel Spaß damit. Und mit dem Foto verabschiede ich mich für heute von euch. Schon wieder ein winterliches Video. Man könnte ja fast geneigt sein zu sagen, dass der Winter dieses Mal gar nicht so schlecht ist. Und irgendwie ist ja auch was dran. Auch wenn er jetzt bei mir zu Hause im Flachland bisher noch nichts gebracht hat. Ich meine, es bestehen noch genug Chancen. Und es sieht aktuell zumindest nicht danach aus, als würde es wieder komplett in die andere Richtung umschlagen. Also wer weiß, wer weiß. Ich hätte ja mal gerne noch ein bisschen Birkenwald mit Schneefall. Das hätte irgendwie noch was. Naja, aber für heute, ich bin zufrieden. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch haben die Fotos gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Also, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und tschüss.